Herzlich willkommen im Spezialdepot. Heute wird nicht lang gefackelt, wir schreiten gleich zur Tat. Ich möchte euch ein paar neue Täschchen von TT vorstellen, von Tasmanian Tiger. Und die haben dieses Jahr 2018 haben die einiges neu rausgebracht. Und da picke ich mir mal das eine oder andere raus und starte einfach mal mit den Neuheiten, die jetzt Ende Januar 2018 verfügbar waren. Und zwar ist es im Einzelnen, was ich euch heute im Schnelldurchlauf vorstelle, das First Aid Tourniquet. Das ist so wahrscheinlich das erste rote Täschchen, das TT am Start hat. Dann haben wir den Tag Pouch 11, ein ganz neuer Pouch, den ihr auch zum Beispiel als Carrier für eure Trinkblasen verwenden könnt. Dann der Tag Pouch 13 SP und wir haben mit am Start den TT Rescue Pouch in der überarbeiteten Mark 2 Version bzw. MK 2 Version. Ja, was wir noch mit am Start haben im Schnelldurchlauf ist der TT Base Medic Pouch MK2. Ja, viel Erste Hilfe, aber man kann das Ganze auch schön für Survival verwenden, denn wenn in den Täschchen viele Schlaufen, viele Unterteilungen und viele Untertäschchen sich befinden, ist es auch für Survival-Sets und für sonstige Ausrüstung ganz gut geeignet meistens. Und ja, ich zeige euch das Ganze mal. Schauen wir mal rein. Das First Aid TQ von TT. Wir haben hier vorne eine große Flauschfläche dran. Auf der Rückseite ein Molle-kompatibles Befestigungssystem, wie es von den anderen Tag Pouches her schon bekannt ist. Und wenn man das ganze Täschchen aufmacht, haben wir hier Gummischnüre zur multivariablen Befestigung von allem möglichen medizinischen Material. Gedacht ist es eben für Tourniquets. Die sind jetzt nicht vernäht, sondern die können multivariabel eingestellt werden. Hier an dieser Befestigungsschlaufe haben wir noch Klett dran, das dann an Flauschflächen haftet. Ja, hier noch ein Klarsichtfach. Und das war's dann schon mit dem Teil. Finde ich ganz interessant, weil ich glaube, das ist das erste rote Täschchen, das TT rausgebracht hat. Wäre mir jetzt neu, wenn es da noch ein anderes gäbe. Von Tatonka kennen wir da das eine oder andere Erste-Hilfe-Set in Rot. Aber für TT, meine ich, ist es Premiere. Das Erste-Hilfe-Set von TT war nämlich bis jetzt Oliv und Fleckt an, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, also, das erste Teil haben wir schon mal durch. Wir bleiben bei den medizinischen Täschchen. Es geht weiter mit dem TT Base Medic Pouch MK2. Ja, bei diesem Teil habt ihr die Möglichkeit, hier vorne eine Schere zu befestigen für die schnelle Bekleidungsöffnung im Erste-Hilfe-Fall. Und wenn man das Ganze aufmacht, sieht es so aus. Wir haben hier eine große Netztasche, wo man richtig Verbandsmaterial zum Beispiel verstauen kann. Und hier eine Tasche zum Rausnehmen. Die ist hier oben mit Klett und Flausch befestigt und darunter kommt nochmal eine Netztasche zum Vorschein. Ja, so sieht das Teil aus und könnt ihr auch mit Reißverschluss öffnen und hier drin hat man dann die Möglichkeit, ja, medizinisches Material wieder zu verstauen. Komm, ich zeig's mal schnell in der Nahaufnahme. Herzlich willkommen im Super Zoom. Ja, weltbewegend ist es nicht. Hier haben wir die Täschchen, das ist das Zusatztäschchen und ja, das wird dann dementsprechend hier mit Klett und Flausch
wieder eingepasst. Jawohl, so. Dann war es das eigentlich schon gewesen mit dem Teil. Aber ein cooles Zusatzgimmick haben die noch eingebaut. Nämlich, wenn ihr hier oben diesen Druckknopf aufmacht, dann habt ihr die Möglichkeit, wenn das zum Beispiel am Rucksack befestigt ist, das Erste-Hilfe-Set, dass ihr richtig schnell das Teil rauszieht und dann ist die Molle-Befestigung getrennt und ihr könnt es direkt zum Unfallort mitnehmen, ohne dass ihr angewiesen seid auf den großen Rucksack. Ja, das ist ein Schnelltrenner. Ich zeige es nochmal in der Nahaufnahme. So sieht das Teil aus und das lebt davon, dass man das schnell vom Rucksack trennen kann. Soweit zu diesem Teil. Wo tun wir das denn? Das kommt zu den abgearbeiteten First Aid TQ. Haben wir auch durch. Was bleibt noch? Ganz lässig der neue Tag Poach 11. Der heißt nicht Mark II, weil es den so in der Form zum ersten Mal gibt von TT und der braucht dementsprechend viel Molle-Schlaufen hinten. Und ja, da gibt es jetzt ein Molle-Stecksystem. Komm, wir gehen in den Superzoom. Und da ist es so, dass das dann dementsprechend durchgeschlauft wird und dann hier unten wieder reingefädelt wird und dann habt ihr eine schöne Molle-kompatible Befestigung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das so durchzufädeln, aber ich finde, das hält sehr gut und von dem her schöne Befestigung und hier oben haben wir dann auch wieder das Gleiche. Das wird dann natürlich dementsprechend hier so durchgefädelt und als letzten Schritt kommt dann das wieder hier unten rein. Falls ihr das Teil als Trinksystem nutzen wollt, habt ihr hier einen Schlauchdurchlass und hier seitlich haben wir Netztaschen. Und das ist schön gelöst, wie ich finde. Man hat hier vorne die Möglichkeit, Klettpatches und andere Kletttaschen vorne noch drauf zu machen. Und hat gleichzeitig eben das Ganze Molle-kompatibel. Ja, wir machen auf und schauen mal, wie das Teil innen ausschaut. Sieht so aus. Und da habt ihr jetzt eine Masse, eine Fülle an Möglichkeiten, Ausrüstung unterzubringen. Und man sieht, der neue Scheinwerfer macht sich bezahlt. Man kann jetzt richtig schön in die Taschen reinschauen. Perfekt, ein Traum. Ja, hier seitlich haben wir einen Gummizug dran, den man dann variabel einstellen kann. Ach, hier unten kommt er raus. Jetzt, ich suche ihn gerade woanders. Hier unten kommt er raus und dann könnt ihr dementsprechend diese Seite hier aufpimpen und vergrößern, je nachdem, was und wie viel rein soll. Komm, neben Nalschen wollte ich euch doch schnell vorführen. So, also eine Nalschen geht gerade so rein, aber ist jetzt hier unten dann schon ziemlich knäppelig angenäht. Ja, doch, komm, komm, das läuft. Zum Glück habe ich es ausprobiert für euch. Das läuft. Eine Nalschen geht hier unten rein. Gedacht ist es, um es an Trage- bzw. Schutzwesten zu befestigen. Aber ihr könnt es natürlich ultralässig auch als Behälter für eure Trinkblasen verwenden. Dann den Schlauch hier hinten durchziehen und gut ist es. Ihr braucht halt ein bisschen Platz am Rucksack, aber theoretisch reicht es auch, wenn ihr das nur mit dem oberen Panel festmacht. Dann steht es halt dementsprechend runter. Ja, so viel zu dem neuen Tag Poach 11. Was haben wir noch am Start? Der Tag
Poach 13 SP. Das Ding ist mal richtig fett und Seitentaschen für Rucksäcke sind ja immer so ein Thema. Wenn jetzt einer einen 40 Liter Rucksack hat und möchte ihn vergrößern, dann macht er sich zum Beispiel, wenn er Molle-System seitlich vorgesehen hat und dran hat an seinem Rucksack, einfach Seitentaschen hin. Und jetzt seht ihr, das Ganze ist dann wirklich auch noch richtig stabil dran. Und das ist sehr, sehr fein gelöst. Und das kann man seitlich an den Rucksack hin machen, das Täschchen, oder vorne oder teilweise oben, je nachdem, was ihr für einen Rucksack habt. Und hier vorne gibt es zum Beispiel noch die Möglichkeit, noch weitere Täschchen über Molle-System zu befestigen. Oder ihr könnt zum Beispiel hier auch euren Poncho mit rein befestigen und habt dann dementsprechend die Möglichkeit aufzulassen. Jo, schauen wir mal rein in das Teil, was da Sachlage ist. Und was kommt zum Vorschein? Ja, wieder eine Frage für Superzoom. Zack. Hier könnt ihr wieder medizinisches Material bunkern, bis der Arzt kommt, wenn er nicht schon da ist. Und habt dann hier auch wieder die dementsprechenden Schlaufen. Jawohl, ich leuchte mal jede Ecke aus für euch, dass ihr das alles schön seht. Und so sieht das Ganze von der Rückseite her aus. Ja, auch hier haben wir, ja, ist schon ganz aufgezippt, hier haben wir wieder Täschchen. Einmal, zweimal und dreimal. Jawohl, das war's schon gewesen mit dem Tag Pouch SP 13 bzw. Tag Pouch 13 SP. Und den gibt es auch wieder in verschiedenen Farben. Apropos Farben, es gibt eine neue Farbe bei TT. Dieses Carbon, ich zeige es euch mal schnell. Das Carbon sieht so aus. Das ist eine ziemlich neue Farbe. Ja, so Greyman-mäßig. Und was es aber ganz neu gibt jetzt bei TT, ist die Farbe Navy. Das ist so ein, ja, so ein Schwarzblau, also so Navy-Blau, wie man es kennt. Und ja, das ist dann die neue Farbe von TT. Ja, das war's soweit gewesen. Oder machen wir noch was? Komm, ich habe noch diesen Rescue Poach. Den Rescue Poach mag. Zwei habe ich hier noch rumhängen. Komm, den machen wir noch schnell. Das ist jetzt eine Innentasche für modulare Rucksäcke. Zum Beispiel für Erste-Hilfe-Rucksäcke von TT. Die haben innen das entsprechende Flausch verbaut. Und diese Tasche hat hier Klett. Und dann könnt ihr das einfach so in den Rucksack rein befestigen, wie ihr das kennt von TT. Und ja, hier oben ein Trageteil vorne, könnt ihr auch mit Klett dieses Klarsichtfenster aufmachen und ja, irgendwelche Infos vorne dran machen. Boah, wenn man das zum ersten Mal ablöst, das ist für echt grob. Und hier vorne haben wir einen Reflektorstreifen, da könnt ihr ein Patchchen machen oder was auch immer. So, machen wir das Ding mal auf. Und so sieht das Teil von innen aus. Wir haben hier eine große Tasche, eine kleinere, die entsprechenden Schlaufen dran. Auch hier zwei kleine Schlaufen und dann kommen wir schon zum Innenfach. Das könnt ihr hier so umklappen und habt dann Zugriff auf die weiteren medizinischen Materialien und könnt dann nochmal umschlagen und habt dann die nächste Unterteilung. Und da bringt ihr wirklich Ampullen und Zeug rein.
und ja, je nachdem wie viel man braucht. Und diese einzelnen Panels, die kann man dann auch dementsprechend rausmachen. So, sieht dann jeweils so aus. Ja, diese Schlaufen, die sind ganz cool. Die könnt ihr dann hier diese olivene wegmachen, könnt dann eine blaue durchschlaufen stattdessen oder eine rote zum Beispiel. Und dann habt ihr gleich die Erkennung, was für ein Teil das ist, das ihr euch gerade greift und welche medizinische Ausrüstung dann dementsprechend mit dabei ist. Ja, das war's jetzt aber gewesen. Wir haben alles durch, was ich zeigen wollte. Das waren ein Schnellüberblick der TT-Neuheiten 2018. Das waren jetzt mal die kleinen Sachen. Und es gibt noch einiges mehr Neues von TT. Aber ja, ich habe jetzt mal den ersten Schritt gemacht und euch die neuen kleineren Pouches vorgestellt. Ja, soweit, so gut. Ich hoffe, das Ganze war interessant für euch. Ich sehe das immer so ein bisschen als Zusatzservice, dass man nicht nur ein Bild sieht von dem Artikel, sondern auch sieht, wie ist die Haptik, wie groß ist der im Verhältnis, hat der die Ausstattung, die man braucht und so weiter. Und ich finde, das sieht man in einem kleinen Filmchen recht gut und deswegen mache ich das recht gerne. Jawohl, so weit, so gut. Die weiteren Neuheiten von TT, die findet ihr zum Beispiel bei uns im Shop. Oder vielleicht mache ich noch ein Filmchen, stelle noch das eine oder andere vor. Mal schauen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in alter Frische in eurem Spezialdepot. Bis bald.